Der Mars, Nachbarplanet der Erde. 2025 sollen hier die ersten Menschen landen und eine Siedlung aufbauen. Er will unbedingt dabei sein. Stefan Günther hat sich als Astronaut für das Mars One-Unternehmen beworben. Sollten seine Pläne in Erfüllung gehen, wird er in 10 Jahren seiner Frau und seinen 3 Kindern für immer Lebewohl sagen. Denn ein Rückflug zur Erde ist bei dieser Mission nicht vorgesehen. Was will ich im Leben? Will ich das Prickeln spüren oder will ich einfach dahin siechen? Ja? Und ich habe mich eigentlich dafür entschieden, das Prickeln auch spüren zu wollen. Wirklich zu wissen, warum lebe ich. Und da muss ich mehr einsetzen. Und der maximale Einsatz ist das Leben. Hatte die Fluglizenz früher in der Tasche als seinen Führerschein. Nach einer Zeit als Fluglehrer in Amerika arbeitet Stefan Günther nun seit 4 Jahren als Ausbilder auf dem Flugplatz Magdeburg. Soweit ich zurückdenken kann, spukt Fliegerei in meinem Kopf herum. Also ich wollte immer Pilot werden. Genauso wie ich Raumkapseln mir gebaut habe, aus allem Möglichen habe ich mir auch Cockpits gebaut. Wer hat noch nie davon geträumt, zu fliegen? Also Raumfahrt ist aus meiner Sicht Fliegen hoch 3, ja, oder hoch 4. Es ist einfach eine vielfache Steigerung. Also nach oben, weit weg, in die Freiheit, in die Grenzenlosigkeit. Mars One will establish human settlement on Mars in 2023. Als Stefan Günther im April 2013 diese Internetseite entdeckt, ist er wie elektrisiert. Unter dem Namen Mars One sucht ein holländischer Unternehmer Bewerber für einen bemannten Marsflug, der 2022 starten soll. Als ich das gelesen habe, habe ich einfach gesagt, das ist jetzt meine Mission. Ich muss da mich jetzt sofort bewerben. Es hat sich eine Tür geöffnet, die mir den Weg dorthin gezeigt hat, zu meiner Lebenstraumerfüllung oder Lebenszielerfüllung, wie man es bezeichnen mag. In die Euphorie mischt sich bald Realitätssinn. Seit 5 Jahren ist Stefan mit Beate verheiratet. Bislang eine glückliche Ehe. Ich habe mir natürlich relativ zeitig gesagt, ich glaube noch am selben oder am nächsten Tag, dass ich mich da grundsätzlich beworben habe für eine Mars-Mission. Das fanden sie noch spannend, fanden sie noch interessant und sagten, Mensch, ja klar, war mir schon immer irgendwie klar, dass du irgendwann sowas machst. Ja, toll, wann und wie und so. Ich sage, ja, dann und so, aber es ist ein kleiner Haken dran. Ja, was für ein Haken? Ja, es ist eine One-Way-Mission. Ja, wie One-Way? Ja, man fliegt hin und bleibt dort. Naja, da war dann erstmal das Unwetter im Raum, ja. Ich war direkt geschockt, auf jeden Fall. Ich sag, wie, wann wäre? Ich habe es erst gar nicht richtig verstanden. Auch die Frage, warum sollen wir dann noch 10 Jahre warten? Weil wenn du One Way irgendwo hinfliegen möchtest, dann ist das für mich natürlich auch eine Sache, das muss ich erst verarbeiten. Aber grundsätzlich könnte man ja dann jetzt auch unsere Ehe doch wieder beenden, weil wenn du das jetzt so möchtest, das ist für mich ein Thema, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn sie Juhu geschrien hätte, dann hätte ich mir Gedanken gemacht. Ja. Aber so hat sie natürlich erstmal, oder war sie erstmal negativ umgehauen, oder wurde sie erstmal negativ umgehauen in dem Sinne. Und fragt sich, warum will er jetzt weg? Also es ist doch alles wunderbar und ne, alles drumherum passt so wunderbar. Und auch man den Eindruck eben hat, gemeinsam die nächsten 100 Jahre zu verbringen. Auch das, was wir noch alles so vorhaben, so unsere eigenen Träume, die wir so zusammen haben. Stefan beginnt an seinem Traum zu arbeiten. Körperliche Fitness ist für die 7-monatige Reise zum Mars Voraussetzung. Die Bewerber müssen ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen. In wenigen Monaten wird es eine erste Auswahlrunde geben. Die gilt es zu bestehen. Es ist sicherlich für viele nicht nachzuvollziehen, seine Familie letztendlich zurückzulassen und seinen persönlichen Traum zu leben und seine persönlichen Ziele zu erfüllen. Mir wäre es auch lieber, zurückzukommen und von den Erfahrungen zu berichten, die ich gesammelt habe auf solch einer Mission. Aber es ist nun mal Fakt, dass bei dieser Mission, und es gibt im Moment keine Alternativen, keine Rückflugmöglichkeit vorgesehen ist. Dann ist das der Preis, den ich zahlen muss.
klingt hart für viele, aber ich denke, ab einem gewissen Punkt muss jeder in seinem Leben seinen Weg irgendwo gehen. Nur wenn man selbst seine Träume und Ziele erfüllt, kann man auch nur selbst glücklich werden und kann sich glücklich anderen gegenüber verhalten. Wenn Stefan Günther nicht auf dem Flugplatz ist, dann ist das sein Arbeitsplatz. Das Obergeschoss des Einfamilienhauses bei Köln ist seine Werkstatt. Space Dream Studios hat er seine Firma genannt. Als Softwareentwickler erfüllt er nicht nur seine Weltraumträume. Er konzipiert Programme für virtuelle Reisen zu fernen Himmelskörpern. Letztendlich war ich fast ein Jahr alt, als die erste Mondlandung stattgefunden hat. Und meine Mutter erzählt da heute immer noch über eben auch davon. Ich stand da auf dem Sofa und habe gebannt einfach die Schwarz- und Weiß-Bilder im Fernsehen gesehen. Und sie hat mich da nicht von wegbekommen. Ich habe da wohl so drauf gestarrt. Ich war da also so schon fasziniert, dass sich das einfach eingebrannt hat, denke ich. Der Mond und seine Eroberung durch Menschen lässt Stefan nicht mehr los. Der Weltraum wird zu seiner Spielwiese. Ich erinnere mich zum Beispiel, wenn wir einen neuen Fernseher bekommen haben, den Karton sofort genommen, ausgeschnitten, da Luken reingemalt. Und das war meine Raumkapsel, da habe ich mich reingelegt. Da war ich erstmal weg für den Rest des Tages. Oder habe mich unter Tischen verkrochen, Decken runtergehängt. Das war meine Raumstation. Habe Modelle gebaut, die dann auch richtig geflogen sind. Ich will ins All, seitdem ich zurückdenken kann. Virtuell kann Stefan seine Weltraumträume ausleben. Doch der Wunsch, Mond- und Planetenstaub mit eigenen Händen anzufassen, verstärkt sich dadurch eher noch. Was Neil Armstrong auf dem Mond gemacht hat, als erster Mensch den Fuß auf den Mond zu setzen, wäre das gleiche auf dem Mars. Vielleicht hat man hier die Chance, als erster Mensch den Fuß auf den Mars zu setzen. Dieses Bild von Astronauten auf dem Mond hat sicherlich Millionen von Menschen inspiriert. Es sind immer irgendwelche, denke ich, Vorbilder und Bilder, die uns zeigen, es hat schon mal jemand geschafft, also ist es auch machbar. Mit seiner Leidenschaft hat Stefan auch Beate angesteckt. Immer wieder haben die beiden seine Pläne diskutiert. An diesem Abend ist ausnahmsweise nicht der Mars, sondern der Jupiter im Visier. So, jetzt habe ich es wieder eingestellt. So, da ist er wieder. Kannst du gucken. Und Jupiter ist einer der beiden Riesenplaneten im Sonnensystem. Er hat nicht mal einen harten Kern, er besteht komplett nur aus Gas. Also das war definitiv mir von Anfang an bewusst, dass er mit der Fliegerei, auch mit dem Weltraum, sehr viel zu tun hat, sich viele Jahre schon beschäftigt hat damit, was für die Menschheit auch noch gemacht werden könnte. Und sein eigenes, ja, auch das kleine Kind in ihm. Das ganz große Ziel, was ich so für mich bei solch einer Mission sehe, ist einfach Beweis für Leben zu finden auf dem Mars. Von Leben, was mal existiert hat auf dem Mars. Um hier ganz klar zu sagen, hey Leute auf der Erde, wir sind nicht allein im Universum. Our goal is to get humans to Mars as quickly as possible. Menschen so bald wie möglich auf den Mars zu bringen, ist sein erklärtes Ziel. Bas Lansdorp ist 2011 mit der Gründung von Mars One in den Wettbewerb der führenden Weltraumnationen eingetreten. Hier an der niederländischen Universität Twente erläutert er vor Bewerbern und Interessierten sein Konzept. Der vorläufige Zeitplan. Unbemannte Missionen sollen zwischen 2016 und 2020 auf dem Mars die Voraussetzungen für eine dauerhafte Siedlung schaffen. Wenn in 10 Jahren die ersten 4 ausgewählten Astronauten starten, sollen sie diese je 50 Quadratmeter großen Wohneinheiten vorfinden. Alle 2 Jahre sollen 4 neue Siedler hinzukommen. Außerhalb der Wohnmodule können sie sich wegen der gefährlichen Strahlung und der anders gearteten Atmosphäre nur in Schutzanzügen aufhalten. Angebaute Gewächshäuser sollen sie mit frischer Nahrung versorgen. Hier auf diesem Campus habe ich mit 20 Jahren angefangen, darüber nachzudenken. Es war immer mein Plan, den Rückflug wegzulassen. Warum soll man zurückfliegen? Das ist so ineffektiv. Es gibt doch so viele wie mich, die für immer auf den Mars wollen. Wozu sollte man also einen Rückflug vorsehen? Der Verzicht auf den Rückflug beschert Lansdorps Plänen einen Vorteil. Ein One-Way-Trip ist nicht nur in technischer Hinsicht wesentlich leichter realisierbar, er ist auch um ein Vielfaches billiger.
Aber, so fragen wir Lanstorp, ist dieser Plan auch ethisch vertretbar? Das erscheint vielen besonders dramatisch. Aber so war das auch bei den Deutschen, die im 19. Jahrhundert nach Australien oder Amerika ausgewandert sind. Da haben die Freunde und Verwandten auch gesagt, ihr seid verrückt, die Leute wollen es. Unsere Verantwortung ist es, sie über die Risiken aufzuklären. Die Entscheidung müssen sie selbst treffen. Genügt es, die Gefahren zu benennen? Wir treffen einen, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Professor Thomas Schwarz lehrt an der Wirtschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg. Wenn ein Unternehmer Menschen, die etwas Neues gründen wollen, einfach nur über die Risiken aufklärt, aber keinerlei weitere Verantwortung übernehmen möchte, dann handelt er eigentlich wie ein Mafioso, der sagt, Kokain wissen wir alle, dass euch das schadet. Heroin wissen wir alle, dass euch das töten kann. Aber bitte, wir haben euch nur mal aufgeklärt. Was passiert, wenn es zu nicht bisher einplanbaren Unfällen oder Seuchen dort kommt und die ganze Population, die man dort aufgebaut hat, plötzlich in ihrer Existenz gefährdet ist? Eine Mission muss nochmal rückabwickelbar sein. Es muss immer einen Ausweg geben. Und diesen Ausweg vorzuhalten, das ist die Aufgabe auch eines verantwortlichen Unternehmers. Noch haben alle die Möglichkeit, ihre Bewerbung zurückzuziehen. Lediglich die Anmeldegebühr von $30 wäre dann verloren. Die Frage, was sein wird, wenn man tatsächlich in die engere Auswahl kommt, treibt an diesem Tag viele um. Also für mich ist sehr wichtig, dass meine Frau mitgefahren ist, weil ganz einfach ohne den Rückhalt meiner Frau könnte ich gar nicht diese Bewerbung weiter durchziehen. I think personally that the biggest challenge of Mars One is finding the first crew. Die erste Besatzung zu finden ist für uns die größte Herausforderung. Das ist die bedeutendste Wahl aller Zeiten. Keiner wird sich in 1000 Jahren an den Präsidenten von Amerika erinnern, aber den ersten Menschen auf dem Mars wird man kennen. Über 200.000, verrät uns Bas Lansdorp, haben sich weltweit für seine Mission beworben. In 6 Wochen wird eine erste Auswahl getroffen. Dann werden es nur noch wenige Hunderte sein. Finanziert werden soll die 6 bis 7 Milliarden Dollar teure Mission durch Sponsoren und durch den Verkauf von Fernsehrechten. Eine Art Big Brother auf dem Mars, meinen Kritiker. Die Zuschauer sollen schon an der Endauswahl der Kandidaten beteiligt werden. Doch welche Kriterien sind entscheidend? Ich würde sagen, als ein verheirateter Mann oder eine verheiratete Frau oder gar als Familienvater oder Familienmutter habe ich gegenüber einem Single, der keine menschlichen Bindungen zu einem Lebenspartner hat, Lebenspartnerin hat, die er auch selber freiwillig versprochen hat, ist immer die schlechtere Karte. Der Grund, sich selbst verwirklichen zu wollen, ist für mich nicht ausreichend in einer Ehe, sich vom Partner dann nach 10 Jahren zu trennen und zu sagen, jetzt will ich mich aber auf dem Mars selbst verwirklichen. Going to space, going to Mars, I think is the next big leap mankind needs to change the focus. Stefan ist froh, dass Beate Verständnis für sein Vorhaben hat. Mit diesem Rückhalt fällt es ihm leichter, bei einem Workshop seine Motive zu verteidigen. Für Beate ist das Treffen eine Gelegenheit, um mehr über andere Bewerber zu erfahren. Also ich habe schon einige kennengelernt, die auch sich beworben haben, mit hinzufliegen, sind natürlich alle auch ein bisschen aufgeregt, ob sie auch am Ende des Jahres noch dabei sein werden. Also ich sag mal rundum normale Menschen, ne? Also die aber alle irgendwo auch die Vision haben, dass das super wichtig ist, für die Menschheit da hochzukommen. Nicht Marsgeröll, sondern Kalkstein wird hier geschürft. Wir sind auf der guten alten Erde, in einem Steinbruch bei Magdeburg. Beate Günther ist die Chefin des Unternehmens mit 40 Mitarbeitern. Sie will den Überblick behalten. Nicht nur hier, sondern auch bei Mars One. Es ist eine Mission eines fremden holländischen Unternehmens und nicht, ich sag jetzt mal, von einem staatlichen Unternehmen, wo man von ausgeht, dass sie gewisse Voraussetzungen bringen müssen, um überhaupt so eine Mission starten lassen zu können. Das wissen wir ja von den
von dieser Firma überhaupt nicht. Das sind Familien, die dahinter hängen. Wenn ich den Eindruck hätte, dass das Ganze nicht in Ordnung ist, was da passiert, dass Techniken, die angeblich genommen werden sollen, dass das alles vielleicht viel zu früh ist, dann würde ich, wenn ich dieses erfahren würde oder da arge Zweifel dran hätte, wirklich einiges tun, um meinem Mann zu sagen, hey, das ist es nicht wert. Na, weil der Grund, weshalb man dahin fliegt und dieses Erforschen eines neuen Planeten vielleicht nicht stattfindet, weil ihr gar nicht so weit kommt. In der unteren Körperhälfte, an der Hüfte vor allem, wenn man aber vergleicht mit den Armen. Was Menschen auf dem Mars erwartet, das wird hier erforscht. Wir sind zu Gast bei Professor Rupert Gerzer, dem Leiter des Institutes für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln. Mars und zurück, ich würde mal sagen in 30 Jahren, dann kann ich mir das unter Umständen vorstellen. Ich denke, in 10 Jahren sind die Systeme noch nicht so ausgereift, es ist noch so teuer. Stefan weiß, in 30 Jahren wird er keine Chance mehr haben, an einer Mission teilzunehmen. Für den Weltraummediziner Gerzer ist der geplante Start von Mars One ein Himmelfahrtskommando. Vor allem im mangelhaften Schutz vor Strahlung im Weltraum sieht er eine tödliche Gefahr für die Siedler auf dem Mars. Auf der Raumstation kriegt man etwa 200 bis 400 Mal so viel ab wie hier auf der Erde. Das ist schon heftig, also mindestens 200 Mal. Und deshalb ist es auch wo ich sage, da oben bleiben jetzt, wo dieses ganze Strahlenschutzproblem noch nicht gelöst ist, das halte ich für sehr grenzwertig, um es positiv auszudrücken. Ich verstehe schon. Ich würde das Risiko nicht eingehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann ziemlich jämmerlich zu sterben. Wenn man sagt, die sollen da oben bleiben, wir haben ja nicht unsere Medizin auch von hier unten. Selbst wenn die technischen Systeme funktionieren, was ist, wenn in 6 Jahren einer irgendeinen Krebs kriegt? Kann ich dagegen drücken? Ja, okay. Ansatzweise kann Stefan erleben, was zum Alltag eines Astronauten gehört. Die Kurzarmzentrifuge soll bei Weltraummissionen den Abbau von Muskel- und Knochenmasse reduzieren. Auch wenn Stefan nur Probe liegen kann, er ahnt, was es heißt, der Technik ausgeliefert zu sein. Gerade Raumfahrt ist immer mit Risiken, ist immer mit Gefahr verbunden. Das wird man nie auf null reduzieren. Trotzdem weiß man nicht, was morgen jemand erfindet. Es kann ja morgen jemand kommen und sagen, ich habe hier die optimale Strahlenschutzlösung für den Flug zum Mars. Es geht ja immer schneller. Diese Innovationen, die passieren immer schneller im Leben. Das ist ja so ein Spiraleffekt. Ja, es wird immer schneller, immer schneller und immer mehr Entwicklungen kommen und immer mehr Entdeckungen passieren. Deswegen bin ich da trotzdem sehr optimistisch, dass auch die Probleme, die er geschildert hat, noch innerhalb der nächsten 9 Jahre irgendwie gelöst werden. Da habe ich ein Vertrauen in die Entwicklung der Technik. Ich mache das nicht, weil ich den Selbstmord suche oder irgendwas in der Richtung. Ich mache das, um dort zu leben. Selbst wenn sich die technischen Probleme lösen lassen, wie werden Menschen wie Stefan auf Dauer mit der lebensbedrohlichen Umgebung auf dem Mars zurechtkommen? Man muss in der Lage sein, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man dazu gewinnt und nicht die man zurücklässt oder die man verliert. Sagt man ja, was gewinnt man denn auf dem Mars? Öde Landschaft, alles rot, alles langweilig. Nee. Ich denke, bei solch einer Mission, also man wird viel dazu gewinnen in Eigenerkenntnis, weil man wird gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seiner Existenz. Wer bin ich wirklich? Weil das kommt bei so einer Mission raus. Ich denke, man wird sich oft auch selbst in Frage stellen, warum hat man das überhaupt gemacht? Es wird Punkte geben, da wird man moralisch total am Boden sein, ganz klar. Man wird nicht immer nur im High sein, oh, ich bin jetzt der tolle Astronaut und fliege zum Mars und habe hier Spaß. Nee. Es wird da viel existenziellere Emotionen anreißen. Aber bei solch einer Mission, denke ich, muss man einfach in der Lage sein, aus allem, was man sieht und erlebt, Energie zu ziehen und für sich positiv umzusetzen. Wie Mönche auch, die mit ganz wenig klarkommen und aber aus der Erkenntnis, die sie im Geiste gewinnen und aus dieser persönlichen Entwicklung einfach ihren Lebenssinn ziehen. Wer ist hinterher der Alleingelassene?
Ich bleibe in unserer Umgebung, ich bleibe im Zusammenhang mit dem, genau das, was wir uns bisher erträumt haben und bisher umsetzen konnten, genau in diesem Bereich bleibe ich. Er ist derjenige, der das alles dann nicht mehr hat. Auch die Frage, ob er sich wirklich so bewusst darüber ist, dass er das alles, was wir jetzt die ganzen Jahre praktizieren oder auch die Träume, die wir verwirklichen, nicht mehr machen kann für diesen einen One-Way-Flug. Also ich denke, da pochen zwei Herzen in einer Brust dann. Das eine Herz wird sagen, bleib auf diesem Planeten da. Hier hast du deine Familie, hier hast du die ganze Natur, hier hast du das wahre Leben. Und das andere Herz wird sagen, nein, steig ein. Du hast alles für diese Mission getan. Das ist dein Lebenstraum. Du musst den jetzt erfüllen. Steig ein und vollende. Das heißt, es wird versuchen, einen auseinanderzureißen irgendwo, wenn man ehrlich ist. Dann ist der Moment gekommen, wo aus Science Fiction, aus Planung, aus Ideen Realität wird. Jetzt setzt man sich da oben drauf oder legt sich oben in die Kapsel und liegt auf einer kleinen Bombe, die dann auch explodieren könnte, wenn was schief läuft. Am I confident that she's gonna go and she's gonna be successful? Absolutely. Wenn man die Kraft der Triebwerke unter sich spürt, die Vibration. Ich denke, allein diese Kraft zu spüren, die einen von der Erde wegbringt, ist schon mal sehr, sehr imposant. Dann der nächste Moment, wo dann die Triebwerke aus sind und man in den Erdorbit erstmal einschwenkt und die Schwerelosigkeit einsetzt, unmittelbar. Man kann sich abschnallen und in der Kapsel umherschweben. Ich denke, das wird schon mal spektakulär sein. Dann der Blick auf die Erde. Man wird den blauen Planeten von oben sehen, wovon ich schon ein Leben lang träume, dann die Erde innerhalb von 90 Minuten zu umkreisen. 16 Sonnenaufgänge sind das, glaube ich, an einem Tag und Sonnenuntergänge, die man im Orbit erleben kann. Und dann das nächste wird dann natürlich sein, die Zündung für den transmarsianischen Flug. Also der Moment, wo dann die nächste Stufe gezündet wird. Ab diesem Moment weiß man, es gibt kein Zurück mehr. Mars-Mission ganz real. Was technisch heute schon möglich ist, hat das Projekt Curiosity vor Augen geführt. Die erfolgreiche Landung des Mars-Roboters im August 2012 entfacht ein Feuerwerk der Gefühle. Wieder ist man der Verwirklichung des Menschheitstraums einen Schritt näher gekommen. Ich denke, das wird der absolute Höhepunkt der Mission sein. Das Öffnen der Luke, der Blick auf die Marslandschaft mit eigenen Augen, nicht durch irgendwelche Sonden, den Staub zu sehen, den Marsstaub und dann zu sehen und zu spüren, wie der eigene Fuß einen Abdruck hinterlässt, den ersten Abdruck überhaupt der Menschheit auf einem fremden Planeten. Und das wird das Alleremotionalste der ganzen Mission sein. Ich wäre auch bereit, dafür mein Leben zu geben. Toll. Zu Hause. Beate und Stefan genießen ihr Wochenende. Seit sich Stefan bei Mars One beworben hat, hat die Zeit eine andere Qualität. Das ist schon interessant. Man fängt wirklich an, bewusster über manche alltäglichen Dinge nachzudenken. Und das ist schon ein Riesenzugewinn. Selbst wenn es jetzt nichts wird, selbst wenn ich nicht ausgewählt werde. Man hat ja immer alle Zeit der Welt. Man hat immer Zeit, ach, das können wir auch in 20 Jahren noch machen, so ungefähr. Und ist jetzt nicht schlimm, wenn wir das dieses Jahr, dann machen wir das vielleicht nächstes Jahr. Das hat sich verändert. Oder kleine Dinge, wo wir wissen, der andere mag das eben sehr gern, dass man die dann auch tatsächlich macht und umsetzt oder zusammen dann auch spazieren geht oder nette Gespräche oder Spiele. Also wenn ich jetzt für mich auch spreche, dass ich einfach auch gewisse Situationen, körperliche Nähe und so weiter, bewusster wahrnehmen und auch so, Mensch, das ist eigentlich das, wo du auch drauf verzichtest dann, wenn es soweit ist. Willst du das wirklich? Ja. Aber im Moment ist es noch handelbar. Das Ziel ist, so lang wie möglich auf dem Mars zu leben. Wie kann ich das sicherstellen? Ich kann nicht unendlich viele Tuben Astronautennahrung mitnehmen. Genau das ist der Punkt. Wie kann ich das sicherstellen? Aufbruch zu neuen Welten. Ein Dresdner Gymnasium hat Stefan zu einem Projekttag ins Palitzsch-Museum eingeladen. Und das ist auch wichtig für euch, denke ich, dass ihr einen Lebenstraum habt, dass ihr
irgendein Ziel habt, glaubt da auch dran, versucht das umzusetzen, egal was andere sagen. Wenn ihr da drin merkt, irgendwas zieht euch irgendwo hin, dann guckt, dass ihr das macht, ja, ohne anderen zu schaden. Dem dreifachen Vater fällt es nicht schwer, die Buben und Mädchen zu fesseln. Seine eigenen Kinder aus erster Ehe wollte Stefan aus unserem Film heraushalten. Er befürchtet, sollte er tatsächlich in die nächste Runde kommen, dann werden sich die Medien auch auf seine Kinder stürzen. Ein Vater, der seine zwei Töchter und seinen Sohn auf der Erde zurücklässt, das hat Zündstoff. Gerade beim 13-jährigen Sohn fiel es ihm ohnehin nicht leicht, ihn in seine Pläne einzuweihen. Letztens hatte ich gerade ein Gespräch mit ihm, deswegen. Natürlich schon traurig, wenn ich nicht mehr da wäre, ganz klar. Aber andererseits ist er auch ziemlich stolz, so wie ich das rausgehört habe. Und er erzählt überall in der Schule auch, dass ich sein Papa bin und so. Und das macht mich natürlich auch stolz. Ja. Und es gibt ihm also auch jetzt auch schon was Positives in dem Sinn, ja, dass er da stolz auf mich sein kann auch irgendwo. Und das freut mich halt auch. Die lang ersehnte Mail. Stefan hat die nächste Runde erreicht. Nun sind es nur noch 1058 Bewerber. Zusammen mit 20 weiteren Deutschen ist Stefan in die engere Auswahl gekommen. Bei Beate hält sich die Freude in Grenzen. Ängste habe ich, dass einem die Zeit ein bisschen wegrennt. Ängste habe ich, dass uns nicht so viel Zeiten bleiben, die mit uns zu verbringen, weil eben so viel auch drumherum passiert, bevor überhaupt die Mission startet. Ein wenig mehr Zeit als erwartet bleibt den beiden noch. Während unserer Dreharbeiten hat Mars One den Start der ersten Astronauten um 2 Jahre auf 2024 verschoben. Sollte Stefan auch im weiteren Verfahren für eines der Teams ausgewählt werden, dann wird aus Simulation Wirklichkeit, aus Traum Realität. Womöglich wird er dann starten, ohne am Ende wieder auf die Erde zurückzukehren. Die Hoffnung besteht ganz klar bei mir, dass Technik so weit voranschreitet, auch in dieser Zeit, dass es eine Rückmission geben wird, dass man zumindest die Möglichkeit dazu hat, dass sie mit eingeräumt wird und zu sagen, hey, der muss mal ganz schnell wieder und der kommt jetzt wieder nach Hause, ich hol den mal schnell ab. Was vielleicht nicht so möglich wäre, aber man wünschen würde man sich das alle Male, definitiv. Noch ist alles weit weg, fast unwirklich. Ob er in 10 Jahren an der Startrampe stehen wird, steht in den Sternen. Doch in einem ist er sich sicher. Irgendwann wird sein Lebenstraum mit oder ohne ihn wahr. Wir müssen aus der Höhle raus. Genauso müssen wir auch den Planeten Erde verlassen, um uns weiterzuentwickeln. Einfach raus ins All, wirklich raus ins All, dass wir unsere Heimat, unser Haus, unser gewohntes Sonnensystem irgendwann verlassen und zu anderen Sonnensystemen fliegen. Es ist zwangsläufig, es wird kommen. Es werden Dinge passieren, da können wir heute noch nicht mal von träumen.